Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Der eine oder andere wird jetzt sagen, was stellt denn jetzt schon wieder vor, schon wieder von dem, warum denn das? Zwei Infos dazu. Erstens, weil ich will. Und zweitens, wenn du was hast, was ich vorstellen soll, oder wo du möchtest, dass wir es mal ansehen, schreib mir es einfach als Kommentar, dann schau mal, ob ich das anschaue. Wenn es geht, ohne Toolmaker-Teile und Custom-Sounds und so Zeug, lade ich auch nicht runter. Schon wieder so chaotisch hier, möchte schon wieder von vorne anfangen, aber nö, lass ich jetzt mal. Kurz und knapp, was schauen wir uns an? Wir schauen uns an Scream von Alle Rasten aus. Und es ist ein Dark Ride. Sag ich mal, erstmal Pause machen vom Platzieren. Und ja, ich kenne ihn schon, weil ich im Stream dabei war, wo er gebaut wurde, oder in den Streams. Schaut alle mal vorbei, twitch.tv/allerastenaus, youtube.de/allerastenaus. So, Werbeauftrag erledigt. Scream. Oh, da haben wir noch einen Knock-Screw hier drin. Scream. Schauen wir mal. Er lädt und lädt und lädt und lädt und lädt nur immer. Und hier haben wir eine etwas merkwürdige Hide-Me-Simi-Platte. Sind einfach zwei Würfel. Ah, okay, er hat sie langsam geladen. Sorry, sag schon nichts mehr. Da ist ein Pfeil. Versuchen wir mal richtig hinzubekommen. Ja, passt doch. So. Das sind fünf Objekte. Warum sind es fünf Objekte? 1, 2, 3, 4. Ach, okay. Weg, weg. Gut, dann schauen wir es uns mal an. Wie immer zuerst ein bisschen von außen, dann fahren wir damit. Fahren tun wir logischerweise nur in der Nacht damit, weil es ist ein Dark Ride. So, erster Eindruck ist schon mal, ja, schön. Es ist im Übrigen kein klassischer Dark Ride, sondern so eine Aufzugfahrt. Hier haben wir, ich dachte, da ist ein Loch drinnen. Da ist ein Loch drinnen. Na, hier fehlt der Stein. Die Attraktion ist vom aktuellen Park von ihm, wo er gerade dran baut, Asia Island. Schaut euch die Let's Plays an und die Streams, dann seht ihr, wo das Teil hinkommt. Und ja, es, auch wenn er es nicht hören mag wahrscheinlich, es ist so klassisch Jahrmarkt-Style. Hinten keine Thematisierung und von vorne sieht es gut aus. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Hintergrund, warum hinten hier jetzt nichts ist, ist, weil es, so wie es in dem Park gebaut hat, ist da eine Felswand dahinter. Aktuell. Hier haben wir auch wieder Löcher drinnen, aber ist okay. Was mich ja immer interessiert, wie viele Teile hat er verbaut? Hat er versucht, das Teile-Limit zu nutzen oder nicht? Ich weiß in etwa, wie viel das es sind. Jetzt will ich jetzt nicht machen, huhuhu, kenne ich noch gar nicht. Doch, kenne ich das Ding. 3874 Teile hat er benutzt. Und das heißt, es wäre noch minimal ein bisschen Luft nach oben. Aber er ist doch okay. So, soll ich wieder mal ein bisschen rummeckern an dem Ding oder? Hey, weiß es noch nicht. Es ist ein Dark Ride. Was fehlt, sind tatsächlich die Platzierungshilfen für die Wiege. Die fehlen mir ein bisschen. Aber so, naja. Weiß ich halt jetzt nicht, was ist Eingang, was ist Ausgang. Zumindest hier Schilder drüber, das wäre schon ganz nett gewesen.
wenn ich hier reingehe, sehe ich erstmal Wurzeln durchragen und nix irgendwie. Und ist das der Eingang oder der Ausgang? Ups. Hier hinten ist selbiges. Okay, ich denke, die Wege werden hier direkt dran connected. Egal, ist jetzt so. Es ist ein Dark Ride, hier ist es nur hell. Warum das so ist, ja, ist halt so. 22 Uhr. Wenn ich heute mehr Blödsinn quatsche wie sonst, liegt es einfach daran, dass es schon sehr spät ist und ich gerade im 5-Stunden-Stream oder 4-Stunden-Stream hinter mir habe. Und ja, dann ist mir eingefallen, hey, ich muss noch was aufnehmen für morgen. Darum habe ich jetzt aber was Kleines genommen, was schnell vorgestellt ist. Hört sich böse an, ist aber so. Ja, die Beleuchtung finde ich ganz nett. Jetzt machen wir mal Pause raus, damit sich hier ein bisschen was bewegt. Und wir haben hier ein Gewitter, eine flackernde Lampe. Ich habe die Lampen anders in Erinnerung, dass die anders flacken können. Weil ich habe sie ja bei ihm im Stream gesehen und da haben die anders geflackert. Ich weiß es nicht. Neuen Bug gefunden oder so. Hier. Nun gut. Kann man machen. Hier ist was in Dauer ausgelöst. Warum er die Displaysteuerung nicht versteckt hat, weiß ich nicht. Aber von unten sieht man es nicht, das ist schon okay so. Ansonsten, ja, passt. Also, ich könnte jetzt schon ein bisschen rummeckern und Dinge suchen, wo ich meckern kann. Aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Schon genug gemeckert irgendwie. Ah, die Türen sind jetzt auf. Dann mein vorheriger Kritikpunkt, dass man nicht weiß, was Aus- und Eingang ist. Vergesst es bitte, es war eine Pause gedrückt. Dann geht man hier rein und hier läuft wahrscheinlich der Weg rum. Oder so. Nein, hier. Vergesst es, der Eingang ist da vorne. Es ist wirklich schon spät. Ich sollte aufhören, so spät immer was aufzunehmen. Testen, reinsetzen, Pause, einen Sitz in der Mitte suchen, Reihe 1 Sitz, wie viele Sitze sind es? 6, dann nehmen wir Sitz Nummer 3 und was ich immer wieder vergesse, Geräusche. Fortfahren. Jetzt aber reinsetzen und play. So.
So, das war's. Ihr habt schon gemerkt, ich habe mein Nichts gesagt während der Testfahrt beabsichtigt, weil es ist ein Dark Ride, wir haben es nur in der Nacht. Und wollte euch einfach mal die Fahrt so zeigen, damit ihr euch einen Eindruck erstmal machen könnt. Und jetzt lieber hier alle Rassen aus, bitte nicht übel nehmen. Ich werde jetzt nochmal eine Testfahrt machen, an diversen Stellen Pause drücken. Und dann meine ganz persönliche Meinung dazu sagen, was mich nur ein bisschen stört. Hoffe, du nimmst mir das nicht zu übel. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Und grundsätzlich muss ich sagen, finde das Ganze schön. Ich selber habe noch nie Aufzugfahrt gebaut. Ich weiß nicht, wie schwer oder wie leicht das ist. Die Thematisierung an sich finde ich schön und du bist auch sehr nah an der Teilegrenze. Also alles gut soweit. So, Pause wieder raus. Und so. Also nicht den Eindruck haben, ich mecker hier, ich suche jetzt einfach nur was zum Rummeckern. Hier finde ich, ja, ist okay. Was mir ein bisschen stört ist, dass hier ein Baum durchglitscht. Aber nun gut. Vielleicht hätte man da nur eine Zwischendecke einziehen sollen. Braucht natürlich wieder Teile. Was ich auch nicht so gut finde, auch wenn es natürlich auf Realismus bedacht ist, dass man die Teile hier so präsent sieht, die hätte man vielleicht ein bisschen nochmal, also unter das Gitter oder in das Gitter vielleicht setzen sollen. Aber nun gut. Hier ist soweit schön. Finde ich gut. Ich war am Anfang skeptisch, wo er gesagt hat, er baut da jetzt eine Hütte hin und da fährt man durch und so, aber finde es ganz cool geworden eigentlich. Hier muss ich tatsächlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Die zwei verschiedenen Abläufe hier nach oben, hier nach drüben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Fehler im Blueprint, dass auf dieser Seite diese Teile fehlen und auf dieser Seite diese Teile. Das kann natürlich sein, aber das ist das eine, was mir bisher mir persönlich nicht so gefällt. Und zum anderen würde es, glaube ich, cooler finden, wenn die Kugel wesentlich näher an das Fahrgeschäft hinkommt. Vielleicht so timen, dass der Geist dann kurz bevor er von der Kugel zum Matsch wird, verschwindet. Und die Kugel ein bisschen früher startet, dass die bis zur Gondel rollt und dann erst der Aufzug nach unten geht. Nur meine Meinung. Hier. Es blitzt und tut Dinge und ist auch ganz schön soweit. Mir fehlen hier tatsächlich ein bisschen die Horrorelemente. Es ist ja ein Gruselfahrgeschäft und dass man die Teile hier sieht, stört mir auch ein bisschen. Realismus, gut und schön. Hätte man aber verstecken können. Hier gibt es natürlich auch was zu meckern. Nicht viel, passt alles und Hexe tut Dinge und die Dinge setzen schlagartig ein, soweit ganz gut. Und jetzt, du hast sehr wahrscheinlich eine Testfahrt in Sitz 1 gemacht. Da sieht es gut aus. In Sitz 3, wo ich gefahren bin, sieht man hier schon, hier fehlt eine Wand. Wenn jetzt auf bis auf Sitz, ja, Sitz 5 ist wieder die Aufzugwand da, das ist auch okay. Sitz 6, die Leute sehen halt nur die Hälfte, aber passt schon. Aber wenn man halt in der Mitte sitzt, sieht man, dass hier eine Wand fehlt. Das finde ich ein bisschen schade.
hier grundsätzlich sehr schön. Das Einzige, worauf man schaut, ist halt tatsächlich auf den Lichtdingens, der hier rüber wandert, der aber sehr cool gemacht ist. Aber irgendwie wirkt der Raum ein bisschen leer. Er steht auf dem Kopf, klar. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir hier. Die Dachszene finde ich sehr cool gemacht. Das passt. Finde ich schön. So, das war's. Das war mein Gemeckere hierzu. Alle rasten aus. Nochmal sorry für, es war seit langem wieder mal eine sehr, sehr, sehr kritische Vorstellung. Aber wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. Und wollte jetzt das Spotlight hier auch nicht nutzen, dass ich drauf losmecker, wie blöd. Ich finde die Ideen cool. Es ist ein kurzes Gruselgeschäft. Sieht von außen mega aus, von innen auch schön thematisiert. Die Auslöser sind cool, die Aufzugtüren passen alle. Die Asia-Lampen, wie gesagt, steht auf Asia Island das ganze Ding. Ja. Insgesamt gut, würde ich jetzt sagen. Was denkt ihr? Meinungen gern in die Kommentare. Versucht vielleicht nicht so rumzumeckern wie ich, sondern eher wertschätzend. Aber das seid ihr ja sowieso. Seid eine gute Community. So, ich mache mir mal drauf gefasst, dass ich eine auf dem Deckel von alle Rasten ausbekomme. Ich sage vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.